Es geschah alles vor ungefähr 6 Jahren. Ich bekam damals meine allererste Konsole, die Xbox 360. Ich hatte mich schnell in diese Konsole verliebt und das erste Spiel, was ich mir jemals holte, war Minecraft. Damals war Minecraft noch anders. Es hat sich realer angefühlt. Die ganze PvP-Szene war noch nicht so da und eigentlich hat sich die Community mehr auf das Hauptspiel fokussiert. So tat ich das auch. Relativ schnell fand ich meine ersten Freunde, meine allerersten Online-Freunde. Mein allererster Freund, den ich jemals online kennengelernt hatte, hieß André. Es war ein super Typ. Er war wirklich cool, sehr humorvoll und vor allem verständnisvoll. Später kam dann sein anderer Freund dazu. Sein Freund hieß Yannick. Sie haben jeden Tag zu zweit gespielt und so taten wir das dann natürlich auch. Wir haben jeden Tag zusammen Minecraft gespielt. Und es war super. Natürlich auch noch andere Spiele, aber hauptsächlich eben Minecraft. Doch eines Tages ist es passiert. Wir haben Minecraft gespielt, er ist offline gegangen und wir haben uns auf Wiedersehen gesagt. Danach hatte ich ihn für über 3 Jahre lang nicht mehr gesehen. Er kam nie wieder online, hat mir nie eine Nachricht geschrieben, auf allen Plattformen war er nicht mehr erreichbar. Als dieser Tag ankam, war ich wirklich traurig. Die erste Woche dachte ich, okay, er wäre vielleicht nur irgendwo weg. Aber das sollte sich als Irrtum rausstellen. Yannick, der andere Freund von ihm, war auf plötzliche Art und Weise auch einfach weg. Ich lernte eine andere Person kennen, namens Mina. Mina war ein super Freund. Wir haben sofort verstanden und ich denke, schon vom ersten Tag an waren wir mehr als nur beste Freunde. Wir haben jeden Tag zusammen gespielt. Sei es mit anderen Freunden, sei es alleine, wir hatten immer Spaß. Doch konnte ich den einen Freund nie vergessen. Aber je länger ich und Mina zusammen spielten, desto mehr geriet er in Vergessenheit. Nach über einem Jahr, wo wir dann schon zusammen waren, habe ich ihn auch schon wieder komplett vergessen. Ich und Mina gründeten dann einen Minecraft-Server. Damals noch auf der alten Konsolenversion, das heißt da, wo es nur Welten und diese Minigames gab's. Wir gründeten also einen PvP-Server. Und dieser Server, das war einfach unser Leben. Wir haben Stunden, Tage, Monate in diesen Server reingesteckt. Und es kamen auch Spieler. Am Ende hatten wir vielleicht über 500 verschiedene Spieler, die auf unserem Server waren. Zwar nicht mal zur selben Zeit, weil es damals noch ein 8-Spieler-Limit gab, aber sie waren eben da. Wir waren jeden Tag von diesem Moment an auf diesem Server und dachten, uns könnte nichts auseinanderbringen. Bis der eine Tag kam, an dem Mina nie mehr online kam. Mina war spurlos verschwunden, genau wie André. Wie auch bei André dachte ich die erste Woche, die ersten 2 Wochen ungefähr, da dachte ich mir gar nicht so viel dabei. Doch irgendwann habe ich mich wirklich gewundert. Er hat nicht auf meine Nachrichten reagiert. Auf der Xbox war er zuletzt vor 2 Wochen online. Und das sollte sich über Jahre lang strecken. Ich wusste nun nicht mehr, was zu tun war. André war weg, Nina war weg. Alle meine besten Freunde, sie waren einfach weg. Nun war ich für mehrere Jahre lang alleine. Die meiste Zeit habe ich alleine verbracht. Hab Online-Games gezockt. Aber es war einfach nicht mehr dasselbe wie damals. Doch an einem Tag sollte sich das ändern. Ich habe einen Menschen kennengelernt. Ich habe seinen echten Namen mittlerweile schon vergessen. Ich habe einfach zu lange keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Doch ich weiß, dass es genauso einer war wie Mina und André. Einfach einer, mit dem man nie wieder Streit haben könnte oder wo man denken würde, dass nichts sie auseinandertreiben könnte. Wir haben uns über Minecraft kennengelernt, um genau zu sein, über die Minigames. Wir haben PvP gespielt und er hat mich einfach mal angeschrieben. Und ab dem ersten Moment, wo wir miteinander redeten, wusste ich schon, das wird womöglich ein neuer bester Freund. Und so war es dann auch. Wir haben über Monate hinweg zusammengespielt. Es war das gleiche Gefühl wie bei Mina und André. Allerdings hatte ich immer das Gefühl, dass es wieder passieren wird. So war ich immer sehr vorsichtig und habe ihn gefragt, auch ob er morgen immer online kommt. Er sagte immer ja. Und als er mal Nein sagte, habe ich schon das Schlimmste befürchtet. Und nach einiger Zeit sollte sich dann aber was ganz anderes herausstellen. Nämlich hat er sich immer mehr distanziert von mir. Er kam nicht so oft mehr online.
Es scheint so, als hätte er einfach die Lust verloren, daran zu zocken und widmet sich anderen Sachen. Das natürlich damals als kleines Kind konnte ich nicht verstehen. Und ich habe mich gefragt, warum er immer weniger online kommt. Irgendwann kam er dann nie wieder online. Und ich dachte mir, dass es jetzt wirklich nicht wahr ist und dass es schon wieder passiert. Ich hatte natürlich noch einige andere Freunde, aber das waren immer nur so Freunde, mit denen man nebenbei gespielt hat. Es waren einfach nicht diese Freunde. Doch nach langem Suchen habe ich tatsächlich wieder welche gefunden. Ich hatte eine kleine Freundesgruppe entdeckt, an der ich mich sehr schnell anschließen konnte. Ihr werdet sie vermutlich unter dem Namen X-Roter Baron X kennen. Aber was, wenn ich euch sage, dass er eigentlich nur ein Freund von vielen damals ist? Für lange Zeit waren wir eine Gruppe aus vielen Freunden. Diese bestand aus 4 bis 5 Leuten. Manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem, wer eben mal Zeit hatte. Aber die meiste Zeit haben wir nur zu dritt gespielt. Das heißt, ich, Baron und Fleischtimo. Ein wirklich guter Freund, der sich aber leider ins Negative gewandelt hat. Heute nimmt er nur noch Drogen, raucht und stellt nicht so gute Dinge an. Dann blieb mir nur noch Baron. Und Baron war eine wirklich tolle Person. Wir haben damals jeden Tag für mehrere Jahre zusammen gespielt. Doch ich wusste mittlerweile, dass der Tag kommen würde, an dem es wieder passiert. Also hatte ich mir eigentlich keine großen Hoffnungen gemacht. Doch habe ich die Zeit natürlich genossen, in der ich noch mit ihm spielen konnte. Und eines Tages sollte sich mein Leben Schlag auf ändern. Ich bekam eine Nachricht auf mein Handy. Aber nicht irgendeine Nachricht. Die Nachricht kam von Mina. Mina hat mir eine Nachricht geschrieben und ich konnte es zuerst nicht glauben. Ich dachte, ich träume, aber es war wirklich Mina. Mina ist wieder da. Und er hat mich nicht vergessen. Nach über 3 Jahren hatte er mich nicht vergessen. Und ich natürlich auch nicht. Ich musste alle paar Tage natürlich immer wieder an ihn denken und was da wohl passiert ist. Dasselbe bei André. Doch André, naja, ihn sollte ich wohl nie wiedersehen. Das heißt, Mina war wieder da. Aber wir konnten natürlich stets nicht zocken. Doch das war nur da eigentlich das geringste Problem. Ich war einfach nur heilfroh, dass Mina wieder da ist und wir zumindest wieder chatten, talken und was weiß ich können. Aber wir konnten für eine sehr, sehr lange Zeit noch nicht spielen. Er hatte sich eine PS4 gekauft, doch warum er jetzt wirklich weg gewesen war, das weiß ich leider bis heute nicht. Ich vermute einfach, dass er damals eine neue Nummer hatte, aber das würde natürlich nicht erklären, warum er mich dann nicht auf anderen angeschrieben hatte. Überall, wo ich ihn angeschrieben hatte, hatte er nämlich nicht reagiert. Nun schien es wieder ein bisschen besser zu sein und ich hatte weniger Angst um Baron, dass er irgendwann gehen würde. Ich wusste einfach, dass jeder Tag der letzte sein könnte. Jeden Tag, den du mit deinen Freunden verbringst, könnte womöglich der letzte sein. Irgendwann könntest du Minecraft den letzten Block platzieren, ohne dass du es jemals weißt. Das letzte Mob killen oder das letzte Mal einen Multiplayer-Server betreten. Irgendwann wird dieser Tag für alle kommen. Und es wird auch der Tag kommen, wo du das letzte Mal deine Freunde gesehen hast. Sei es noch Jahre dauern, aber dieser Tag wird kommen und es könnte jeder Tag sein. Ich könnte diese Geschichte jetzt noch stundenlang weiterziehen mit Freunden und Spielen. Ich will nur einfach mal an alle Leute sagen, dass man die Zeit mit seinen Freunden genießen sollte, bevor sie vorbei ist. Ihr solltet es einfach schätzen, dass ihr an so einem Punkt angekommen seid und dass ihr jeden Tag mit euren Freunden spielen könnt. Ich habe schon einige Verluste hinter mir und sowohl auch einige Freundschaften. Gestern habe ich eine 3 Jahre alte Freundschaft, eine über 3 Jahre alte Freundschaft beendet mit einem Freund. Und ich hätte am wenigsten damit gerechnet, dass es passieren würde. Es war eine Freundschaft, wo ich gedacht hätte, dass sie noch jahrelang, wenn nicht für immer, dass sie niemals zerbrechen könnte. Aber von einem auf den anderen Moment kann es einfach passieren. Freunde, von denen ihr denkt, dass sie die Besten seien, könnten sich als Irrtum herausstellen. Es könnten Missverständnisse auftreten. Es kann alles passieren. Ich und Mina, wir kennen uns jetzt seit mittlerweile 6 Jahren, wenn nicht sogar länger. Und wir hatten noch nie einen ernsthaften Streit. Wir hatten vielleicht mal gar kleine Auseinandersetzungen,
aber wir hatten noch nie einen richtigen Streit gehabt. Und ich denke, das ist einfach eine Freundschaft, die man nur einmal im Leben findet und die man schätzen sollte. Dann gibt es auch Freunde, die nur so tun, als wären sie Freunde, um vielleicht einen zu hintergehen. Sowas habe ich leider schon auch erleben müssen. Es gibt alle Arten von Freunden und wenn ihr euch glücklich schätzen könnt, den richtigen gefunden zu haben, solltet ihr das auf jeden Fall wertschätzen und es einfach mal genießen. Jeder Tag könnte der letzte sein. Und das ist das, was ich mit diesem Video erreichen wollte. Ich habe schon Freundschaften verloren, die mehrere Jahre gingen. Ich habe meine allerbesten Freunde schon verloren. Ich habe so einiges verloren. Baron, von dem ich euch vorhin erzählt hatte, mit denen hatte ich auch einen großen Streit. Wir hatten, glaube ich, für ein Jahr lang keinen Kontakt mehr. Doch dann hatten wir uns wieder versöhnt und heute sind wir wieder Freunde wie damals, als hätte sich nichts geändert. Solltet ihr euch mal mit euren Freunden streiten oder eine heftige Auseinandersetzung haben, dann kann ich euch empfehlen, redet einfach drüber. Sagt, dass es euch leid tut oder versucht ihnen ein bisschen Verstand einzureden. Denn ich denke, ein Streit ist es definitiv nicht wert, eine Freundschaft aufs Spiel zu setzen und dadurch sollten keine Freundschaften enden. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video einige Leute zum Nachdenken bringen, denn nach dem gestrigen Vorfall hat es mich definitiv zum Nachdenken gebracht. Ich habe mich still hingesetzt, mir Musik angehört und einfach mal nachgedacht über all das, was bisher passiert ist und mich dann zu diesem Video entschlossen. Falls du das sehen solltest, wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Glück auf deinem Weg. Ich weiß, wir beide wollten es nicht, dass die Freundschaft auf diesem Wege endet. Aber man kann es nun mal nicht ändern. Jetzt ist es passiert. Wir hatten schon öfters sowas. Wir haben uns oft ausgeredet, aber vertragen haben wir uns nie wirklich. Und ich denke, wenn sowas passiert, dann ist es einfach ein Zeichen dafür, dass eine Freundschaft endet. Wenn ein Streit immer wieder vorkommt, wenn man immer wieder regelmäßig streitet, dann ist das einfach kein gutes Zeichen. Dies war ein Video mal der etwas anderen Art. Ich habe ziemlich viel Zeit in dieses Video investiert. Also würde ich mich freuen, wenn du das vielleicht mit deinen Freunden teilst. Wenn du gerade schlechte Verhältnisse zu irgendwem hast, dann zeig ihm doch einfach dieses Video. Und vielleicht wird er danach auch nochmal darüber nachdenken, ob es das wirklich wert ist. Ich will einfach nur versuchen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich auch. Wir sehen uns beim nächsten Video, was ich mache, wieder. Haut rein und bleibt immer auf der sicheren Seite. Bis dann und ciao.